Ja, Hallöchen zu einer neuen Session von Banished. Wie ich ja letztens schon gesagt hatte, beziehungsweise ich hatte ja falsche Informationen gegeben, beziehungsweise es war nicht so geplant. Ursprünglich war das Let's Play ja alle 2 Tage geplant. Nun hatte ich in der Zwischenzeit so viel aufgenommen, dass ich sehr viele Folgen hatte und das konnte ich dann täglich bringen. Wird dann auch weiterhin so kommen. Bis zum 13. April auf jeden Fall. Danach kommt ja GTA. Und dann ist das hier ja auf den 18 Uhr Platz. Also bis zum 13. um 16 Uhr. Und ja, genauso sieht es aus wie bei The sieht es genauso aus. Bis zum 14. Dann kommt das neue Update ja. Und damit ich auch sehr aktuell bin, kommt dann am 15. direkt auch wieder eine Forest-Folge. Und dann am 16. Banished, am 17. Forest, am 18. Banished und so weiter. Und dann halt ab dem 14. voraussichtlich immer GTA täglich. Gehe ich mal von aus. Vielleicht kommt dann gleich sofort eine Doppelfolge am ersten Tag oder so. Vielleicht auch am zweiten oder so. Mal sehen, müssen wir mal gucken. Aber täglich auf jeden Fall. So, ich bin hier noch im Pausemenü, aber dann machen wir mal weiter. So, die haben nix, der hat nichts zu tun, weil. Gut, das Limit ist zwar nicht erreicht, aber der hat wohl keinen Leader im Moment. Ne, haben wir im Moment nicht. Okay. Könnten wir natürlich noch ein bisschen mehr gebrauchen. Ist es der? Nee. Nee, gerade sagen, das ist der Woodcutter, genau. Der zwar auch 300 Limit, das war nicht erreicht, aber im Moment keine Loks, aber das macht ja nichts, wenn es ein bisschen weniger ist oder so. Hat der auch noch ein bisschen zu tun. Aber wir brauchen echt mehr Loks. Hier haben wir unsere Storage Barns gebaut, also unsere Lager hier. Muss mal ein bisschen wieder reinkommen. Gazarus hat. Okay. Aber der Gazard einiges, du. Genau, und hier Herbalist geht ja einigermaßen mit der Medizin. Überall sind auch Häuser und so. Okay. Ja gut, der muss jetzt viel anpflanzen, weil hier nicht so viele Bäume mehr waren. Stimmt. Okay, und hier ist der andere. Der pflanzt das. Leider erstmal nicht. Aber wir brauchen Holz. Der muss allerdings noch pflanzen, weil so viele Bäume sind hier nun auch nicht. Ja, das ist im Moment das Hauptproblem. Nachwuchs 17 Leute. Okay, da wird gleich einer erwachsen. Hier wird man ja mit 10 Jahren schon erwachsen. Na, wenn man eine weitaus höhere Bevölkerung hat, dann kann man ja auch mal Schulen hinbauen und natürlich Lehrer einstellen. Dann werden die gebildet, sind dann besser, also arbeiten auch besser. Aber sind dann halt bis 17 in der Schule. Oh, manche brauchen vielleicht noch ein paar Häuser hier. Machen wir mal hier mal welche hin. Obwohl es auch wieder Loks braucht. Ach ja, das ist ja das Problem. Eisen und Stein, naja, könnte auch besser sein. Oh, jetzt geht Feuerholz auch wieder zur Neige. Oh, oh, oh. Alles nicht so einfach gerade. Wir brauchen aber mehr Nachwuchs. Es ist ja Nachwuchs auf dem Weg, aber manche
Guck mal, der 11-Jährige hier oder die 11-Jährige könnte schon aussehen und der 17-Jährige genauso. Einige. Gut, da muss man immer auch auf die Nahrung achten, wie sie das verteilt und alles. Okay, bis hier haben wir Felder. Ich hoffe, das ist mit der Nahrung im Moment ganz gut. Nicht, dass sie uns die Haare vom Kopf fressen. Da muss man immer aufpassen, wenn man Häuser baut. So. Der holt ja einige Herbs. Das ist not Burbs. Der nicht so, naja. Ah, mit Holz, das ist auch... Normalerweise ist das nicht so das große Problem, aber irgendein Problem hat mir scheinbar immer. Sieht auch lustig aus mit den Tunneln und mit dem verschneiten Berg. Kommt mir so vor, als wenn der Berg ein bisschen niedriger geworden ist. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Ich dachte gerade, das Wasser wäre eingefroren, ne? Aber es ist... Hier ist ja der See, genau. Und hier ist ja der Fluss. Nicht schlecht aus. Alles voller Fischermänner, du. Oder Fischerwomen. Da sind nämlich auch einige Frauen, wie ich gesehen habe. Ja. Die sind fleißig dabei. Also viel weniger als die Felder holen die auch nicht raus. Und sind ja ständig dabei. Da könnten wir vielleicht auch noch mal welche gebrauchen. Aber im Moment brauchen wir Loks. Ah, scheiße. Hier fehlt es auch richtig an Loks. Ja, ich würde gerne mehr Häuser bauen. Dann haben wir natürlich einerseits Angst um die Nahrung. Und natürlich müssen wir auf die Loks achten. Deswegen lasse ich das, wenn diese beiden gebaut sind... Lass ich das erstmal mit Häusern. Aber sieht das mit den Tools auch einfach nicht so gut aus. Deswegen muss ich echt aufpassen. Und mit dem Firewood, ne? Woodcutter haben wir 3 Stück. Und auch 3 Forester Lodge mit jeweils 4 Leuten, also 12, okay. So, hier mache ich mal einen Bauarbeiter hin. Ich dachte gerade, ihr baut schon eine. Nee. Gut, dann machen wir mal 2. Aber hier können wir auch erstmal. Kann auch ruhig schnell gehen. Los, baut. Es dauert immer, bis sie. Die muss man echt immer in den Arsch drehen. Nur. Ja, mal gucken, was auf unseren Channel noch in dieser Zeit kommt. GTA natürlich. Formel 1 nach wie vor natürlich. Banish und Forest auch. Arma weiß ich nicht genau, aber ich denke mal, wird wohl auch noch einigermaßen kommen. Zumindest alle 2 Tage. Ja, dann GTA, oder habe ich das schon gesagt? Bestimmt. Vielleicht schon das 3. Mal oder so. Ja. Es wird bestimmt auch noch ein Battlefield Hardline Let's Play geben, so Multiplayer Session oder sowas. Das würde sich dann sicherlich mit Rust abwechseln um 17 Uhr. Ja, Rust wird dann bestimmt auch noch weitergehen. Eventuell auf dem PvP-Server oder so, müssen wir mal schauen. Und ja, Rising World. Geht normalerweise auch weiter. Da warten wir jetzt auch auf das nächste Update. Dann hätten wir vielleicht noch das eine oder andere zu bauen oder so.
Also das wird vielleicht nicht immer kommen, aber immer spätestens zu Updates oder so wird es kommen. Ja, und Starbound müssen wir auch mal gucken, ob das auch funktioniert, aber wird dann vielleicht auch demnächst mal wieder kommen. Also ich, puh, also ich schätze mal nach Ostern oder so. Gut, ich bin jetzt auch noch auf Konzerten und sowas, aber irgendwann die Zeit nach Ostern spätestens wird wieder mehr kommen auf dem Channel. Ist man nicht so ganz mega wenig, aber es war schon mal ein bisschen mehr und so so ein bisschen Abwechslung fehlt da im Moment. Ich will jetzt nicht sagen, dass da tote Hose ist, aber auch nicht nah dran oder so, aber so das gewisse Etwas fehlt gerade. Das spätestens mit GTA wird das, denke ich mal, wieder erfüllt. Und wenn einige Sachen mal wiederkommen, so wie Starbound oder Rising World vielleicht, freuen sie vielleicht auch eine oder anderen, die einen oder anderen meine ich. Ja. Wenn Battlefield dann noch kommen würde und so. Oh, wir brauchen Feuerholz. Los. Jagen tun die auch nicht genug, oder was? Naja, 16 Leder holt der in einer Saison raus. Das, wo ist denn der andere? Hier. Und 12 Leder. Das sind 28. Man braucht, glaube ich, nur ein Leder, ne? Wie es aussieht. Ja, also sagen wir mal, die haben irgendwelche Klamotten oder irgendwelche Lumpen haben die sowieso an, glaube ich. Aber wenn die Klamotten, dann haben die halt was Wärmeres an, so ein bisschen. Es gibt natürlich auch noch Woolcoat mit Wolle. Da bräuchte erstmal Schafe und eine Herde davon. Und Warmcoat mit Leder und Wolle. Und das hilft natürlich, dass sie nicht ganz so viel sich warm halten müssen in ihren Häusern mit Feuerholz. Es wird dann der Verbrauch ist dann, glaube ich, niedriger. Naja, aber es ist ein langwieriges Spiel hier. Gibt zwar nicht so viele verschiedene Gebäude, aber man muss echt, wenn man das eine hat, hat man das andere nicht. Und man muss immer darauf achten, so irgendwie, dass man von allen genug hat. Ich hoffe mal, Nahrung ist genug. So, da haben sie sich ein bisschen was genommen. Das eine friert noch und das und die beiden auch noch. Okay, der nicht mehr. Jetzt kommt ja langsam wieder ein bisschen was rein. Hier sind einfach genug Bäume. Das braucht kann er nur abholzen. Mit 4 Leuten. Das ist ganz gut. Hier würde ich das auch machen. Hier wachsen die Bäume auch langsam. Muss man immer darauf achten, so ein bisschen. Ja. Hier müsste auch noch ein bisschen gepflanzt werden, obwohl. Wie es aussieht, ist aber genug gepflanzt, eigentlich. Müssen nur noch wachsen. So, der Nachwuchs kommt. Und wenn die erwachsen werden, fressen die bestimmt auch ein bisschen mehr. Oder essen, sagen wir mal, ne? Ja, wir haben immer nur 2 Sorten zum Anbauen. Paprika und Salat. Gut, Fisch können die essen, Pilze, Wurzeln und Beeren und ja, Zwiebeln, Fleisch hier von den Rehen und sowas. Wo momentan aber nicht viele sind hier. Oh Mann, haben wir die schon ausgerottet oder was? Ja, manchmal sind die ein bisschen auf Wanderschaft. Der fängt im Moment gar nichts, scheiße. Ah, oh, das ist auch nicht gut.
sind die Rehe. Hier oben sind auch noch welche. Hier hatten wir ja auch mal einen und hier war ein Reh, aber der hat die irgendwie nicht gejagt. Aber manchmal gehen die, glaube ich, rüber. Hier sind auch noch ein paar Rehe. Das ist auch wieder doof. Naja, weil wir aber so viele Labore haben, werden wir die Zeit mal so ein bisschen nutzen. Könnte hier mal ein bisschen rumalbern. Stein und Eisen. Aber wir brauchen echt bald mal eine Mine. Okay, da ist das Limit wieder erreicht. Das ist gut. Das sollte auch immer bei 50 bleiben. Brauchen die natürlich ständig Loks, ne? Aha, es kommen aber manchmal wieder Rehe dazu. Das ist gut. Also da sieht das noch ganz gut aus. Der fängt diese Saison gar nichts. Das ist wiederum nicht so gut. Hier scheinen auch keine Rehe mehr rumzulaufen. Ich weiß auch nicht. Und irgendeiner scheint, glaube ich, gestorben zu sein. Der Forester auf Old Age, okay. Drei Kinder wurden wieder geboren, das ist gut. Geht ständig. Kommt ständig was nach. Da müssen wir oben hier ein Dings bauen, ein Hunter Cabin. Ich glaube, hier laufen nämlich auch einige Rehe rum. Gut, die müssen sich auch immer vermehren können. Ob das dann so gut ist, wenn da immer vier Leute die ab. Jagen so ein bisschen. Auf die andere Seite können wir auch mal gehen. An der Brücke. Achtundvierzig. Oh Gott, oh Gott. Na komm. Da können wir hier auch noch ein bisschen was abbauen. Na, das kriegen wir schon irgendwie hin. Glaube ich, genug gepflanzt, oder? Das wächst ja noch alles. Also holz mal alles ab hier oben, so was geht. Das Doofe ist, wenn man keine Loks hat, kann man auch kaum neue Gebäude bauen. Dann tut sie leider nicht viel. Oh Mann, keine Klamotten mehr bald. Wenn man noch gut Firewood hätte, dann wäre das kein Problem, aber es ist auch kritisch. Gott, oh Gott. Da muss da erstmal was hingeschleppt werden. Und bei der anderen Baustelle auch. Na gut, ich habe denen ja noch andere Sachen im Auftrag gegeben. Und die da unten natürlich auch am Roboten, ne? Ich
Obwohl ich hier gerade nicht so viele Leute sehe. Na hier, oder was? Nee. Na überall. Es gibt so viele Bodenschätze dort, kann man sagen. Ist natürlich auch, aber auch am Arsch der Welt. Puh. Baue ich mal sowas dahin. Auch wieder zwei Bäume im Weg. Oder irgendwas. Den anderen Hunting Cabin, den Cabin hört sich fast an wie Kevin. Den reißt es dann danach ab, wenn das hier gebaut ist, glaube ich. Komm, Steine haben wir noch ein paar. Ja, da, gut. Machen wir zwei Arbeiter. So, wie sieht's an der Front, an der Brücke aus hier? Naja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Aber das kriegen wir alles hin.